Jeder sechste Internist in Deutschland wurde schon mal von seinem Patienten verprügelt. Der Erfinder des Bikini war eigentlich Maschinenbauingenieur. Dunkle Schokolade kann den menschlichen Blutdruck senken, weiße Schokolade kann das nicht. Ein Mann produziert täglich 104 Millionen Spermien und etwa 1200 pro Sekunde. Homer J. Simpson heißt mit vollem Namen Homer J. Simpson. Der Koala ist das faulste Tier der Welt. Er schläft täglich um die 20 Stunden. 1974 bis 1978 herrschte Krieg zwischen der Kamaha-Gruppe und der Kasakela-Familie in Tansania. Die Kamahas wollten sich im Süden des Kasakela-Gebietes ein Wohngebiet sichern. Die Kasakelas verfolgten und töteten die Kahamas bis zur Ausrottung. Die Rede ist von Schimpansen. In Alaska gibt es fast so viele Flugzeuge wie Autos. Der Penis eines Gorillas ist ca. 5 cm lang, der eines Blauwales rund 2,5 Meter. 1935 kam in Richmond, Virginia, das erste Dosenbier der Welt auf den Markt. Tintenfische können die Farbe ihrer Umgebung annehmen, obwohl sie farbenblind sind. Ein Kamel kann in 15 Minuten 200 Liter Wasser trinken. In New York leben mehr Italiener als in Rom, mehr Iren als in Dublin und mehr Afroamerikaner als in jeder anderen Stadt der Welt. Der Erdölkonzern Shell begann in London als kleiner Laden. Er verkaufte dort Muscheln. Fußballfans randalieren öfter bei Siegen ihrer Mannschaft als bei Niederlagen. In dem Gebiet in Tennessee, wo Jack Daniels Whisky hergestellt wird, herrscht Alkoholverbot. Elefanten wachsen ihr ganzes Leben lang. Mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen, verbraucht pro Stunde 150 Kalorien. Ameisenbären fressen deutlich mehr Termiten als Ameisen. Küchenschaben gab es auch schon vor den Dinosauriern. Im Amazonas leben rosafarbene Delfine. Die Ohren der Laubheuschrecke sitzen unter ihren Knien. Das Gehirn der Neandertaler war größer als das der heutigen Menschen. Die Redewendung »die Arschkarte ziehen« stammt aus der Zeit, als das Fernsehen noch in Schwarz-Weiß sendete. Damit Zuschauer bei der Übertragung eines Fußballspiels die gelbe Karte von der roten Karte unterscheiden konnten, zog der Schiedsrichter die rote Karte aus der Gesäßtasche. Schluck auf hat man schon im Mutterleib. Wer auf öffentlichen Toiletten nicht pinkeln kann, leidet unter Paruresis, auch schüchterne Blase genannt. Der Sex von Schimpansen dauert im Durchschnitt 7 bis 8 Sekunden. Präriewühlmäuse halten bis zu 40 Stunden durch. Im 19. Jahrhundert gab es in den USA auch afroamerikanische Sklavenhalter. Hündinnen können von mehreren Hunden gleichzeitig schwanger werden. Um die 90% des Meeres sind noch unerforscht. Das erste Land, in dem Frauen wählen durften, war Neuseeland, 1893. Bis 1903 enthielt Coca-Cola etwa 250 Milligramm Kokain. Ein Formel-1-Rennwagen könnte wegen des Ansaugdrucks auf der Fahrbahn auch kopfüber an der Zimmerdecke entlangfahren, bei mindestens 130 Stundenkilometer. Wenn sich ein Frosch übergibt, kommt der ganze Magen mit hinaus. Ist der Magen leer, muss er den Magen wieder hinunterschlucken. 7 von 10 Todesopfern bei Flugzeugabstürzen sterben an Rauchvergiftung. Franzosen essen 500 Millionen Schnecken im Jahr. In öffentlichen Toiletten wird das Klo, das dem Ausgang am nächsten ist, am wenigsten genutzt und das in der Mitte am häufigsten. Bei der Tour de France 1913 kamen von 140 Startern nur 25 ins Ziel. Das Eigelb enthält mehr Eiweiß als das Eiweiß. Im alten Ägypten wurde mit Krokodilmist verhütet. Der Mensch hat im Mund mehr Bakterien als im After. Der Erfinder des Telefons, Alexander Graham Bell, hatte eine schwerhörige Mutter und eine taube Ehefrau. Die erste E-Mail wurde 1971 verschickt. Der Weltrekord von Dauerschluckauf liegt bei 69 Jahren. 90% der Deutschen zahlen in ihrem Leben mehr Zinsen, als sie erhalten. Asiaten werden schneller seekrank als Europäer. Leise Fürze stinken in der Regel mehr als laute. Alexander der Große war 1,50 Meter groß. Humphrey Bogarts letzte Worte waren: Ich hätte nicht vom Scotch zu den Martinis wechseln sollen. Ratten können sich nicht übergeben, deswegen funktioniert Rattengift so gut. Sean Connery ist jünger als sein James-Bond-Nachfolger Roger Moore.
Blitze bewegen sich von unten nach oben. 25 Schrauben halten den VW-Käfer von 1960 zusammen. Krokodile fressen Steine, um tiefer tauchen zu können. Die Freiheitsstatue hat nach deutschen Maßstäben die Schuhgröße 3500. Die Blackbox in einem Flugzeug ist nicht schwarz, sondern orange, damit man sie nach einem Absturz besser finden kann. 45% der US-Amerikaner glauben nicht an die Evolution, sondern dass Gott die Menschen vor 10.000 Jahren erschaffen hat. Katzenurin leuchtet unter Schwarzlicht. Die menschliche Ohrmuschel wächst pro Jahr um die 0,2 mm. Elefanten lassen bis zu 30 Kilogramm Kot auf einmal ab. Die Antibabypille sollte ursprünglich unfruchtbare Frauen fruchtbar machen. Tja, meine Frage an euch ist heute also, was ist Intelligenz? Ab wann ist jemand ein intelligenter Mensch? Was muss man alles wissen, um als intelligenter Mensch zählen zu können? Ab wann ist jemand intelligent? Kann man mit Intelligenztests wirklich die Intelligenz messen? Und was ist Intelligenz eigentlich? Das erste Land, in dem Frauen wählen durften, war Neuseeland, 1993. 1893.